Hallo, heute geht es unter anderem um das Thema Go Down Fighting, also im Kampf sterben. Das wird ja im Tooltip mit 50% Bonus All Damage angezeigt. Wenn man dann nach allerdings über eine Waffe fährt, sieht man, dass sich da gar nichts ändert, beziehungsweise nur für einen Bruchteil einer Sekunde, wie man jetzt sieht. Also sieht erstmal aus, als wäre es kaputt. Und um zu zeigen, dass das nicht so ist, probieren wir jetzt hier heute mal ein bisschen was aus. So, zuerst feuere ich jetzt einfach mal ungebufft, also ohne Go-Down Fighting, ungefähr eine Minute lang, ein bisschen länger wird es auf das Tor. Man sieht ja auch die hochsteigenden Zahlen gleich, ne, sobald die Kanonenschüsse angekommen sind. Und ja, das zeige ich danach auch nochmal im Combat Log, wie sich das genau verhält. Man sieht am Ende, es sind tatsächlich die 50% mehr, die man auch erwarten würde. Aber jetzt feuere ich erstmal eine Weile und halt einfach mal hier die Fresse an der Stelle, schaut einfach mal zu und ich melde mich dann wieder, sobald der Test sozusagen vorbei ist. Einfach damit man es genießen kann, ohne Schnitte sozusagen. Übrigens läuft der Resist-Viewer nicht umsonst. Man sieht hier, dass der Gegner minus 9,99%, also minus 10% Schadenswiderstände auf Disruptor hat. Liegt an der Skillung. Die Skillung gibt einem ja 10% Panzerdurchdringung, was im Endeffekt nichts anderes als 10% echter Bonusschaden ist. Und das sieht man hier anhand des Resist-Viewers. So, und jetzt kommt genau der gleiche Test nochmal, nur mit Go-Down Fighting, also mit im Kampf sterben. Wieder feuere ich nur mit einer Waffe, wie immer, wenn ich irgendwas ausprobiere. Und ich stelle auch das Feuer ein, sobald Go-Down Fighting, also im Kampf sterben, auf Cooldown geht. Dauert jetzt natürlich dann ungefähr ja, viermal, ne, muss ich es anschmeißen, damit man auch tatsächlich nur die Schadenswerte sieht, die bei im Kampf sterben rumkommen. Die Cooldowns müsst ihr jetzt hier aussitzen oder ihr spult vor. Das sind aber immer nur so 20, 25, 30 Sekunden, je nachdem, wie lange man sich mein Blabla anhört.
um einfach mal zu zeigen, wie viel Schaden jetzt beim Godown Fighting tatsächlich rumkommt. Hier mal eine Aufnahme davor und danach mit einem kleinen Zwischenstopp, ne, damit man einfach mal sieht, was passiert da für die 15 Sekunden, auch wenn es nur ganz kurz angezeigt wird. Ja, das wäre jetzt hier der gezeigte Wert. Und wenn man bei aktivem Godown Fighting einfach mal auf Pause schaltet, ganz kurz, dann sieht man, dass es tatsächlich 50% mehr sind. Plus minus so ein paar Rundungsfehler, die man ja von Cryptic kennt. Und das hält aber tatsächlich über die komplette Laufzeit von im Kampf sterben an. So viel Bonusschaden bekommt man da die ganze Zeit über. Ja, das war's. Aber wenn wir natürlich schon mal dabei sind, möchte ich nochmal die Minuswiderstände ein bisschen ansprechen. Man sieht ja hier, durch die Skillung habe ich 9,99%, also sprich minus 10% Widerstände, sprich ich mache 10% mehr Schaden auf meinen Gegnern permanent. Gleich werde ich auch nochmal ein bisschen mit Skills und Waffen, gerade Pen-Waffen, also mit dem Pen-Modifikator rumspielen. Da sehen wir gleich nochmal, wie es dann optimierbar ist, sagen wir mal so. Als erstes benutze ich natürlich das Vulnerability Assessment, das mir ja, da ich alleine bin, minus 20% Widerstände auf die Gegner gibt. 10 plus 20 gibt 30. Ja, das stimmt tatsächlich im Resist wieder so plus minus, ne? Also ganz nah dran an den 30. Passt also. So, was haben wir denn da noch? Wir haben noch auf mein Ziel feuern. Wir haben das Angriffsmuster Beta, wir haben die strukturelle Analyse, da geht noch einiges, da gucken wir einfach gleich mal. Einfach mal oben links das Widerstandsfenster anschauen, denn wie schon mehrfach erwähnt, auch wenn es die Leute nicht glauben wollen, jedes Prozent an Minuswiderständen, das ein Gegner hat, bedeutet auch ein echtes Prozent mehr Schaden, das er reinbekommt, ne? So, und hier sieht man nochmal die Skillung. Wo war sie? Ach ja, genau. Die erweiterte Hüllendurchdringung. Minus 10%, Quatsch, plus 10%, na, da nochmal. Hüllenwiderstände Durchdringung. Also, ja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und jetzt sage ich einfach mal, dass die ganzen Sachen auch stacken. Und zwar fast 1 zu 1. Da gibt es wiederum verschiedene Kategorien von Minuswiderständen. Da gehe ich dann im späteren Video nochmal drauf ein. Es kann bis zu 1 zu 1 stacken oder sogar noch drüber gehen. Hier jetzt gerade nicht, weil ich darauf nicht ausgelegt bin. Weil ich ja, ne, alleine auch auf einer Karte bin. Da würden noch Teamkollegen fehlen, die eine andere Art von Minuswiderständen machen. Aber man sieht einfach mal, was passiert, wenn ich die minus 41,5 auf mein Zielfeuerns benutze, dann die minus 20 Widerstände des Vulnerability Assessment, das ich hier auf Nummernblock 1 habe, wie man sieht. Dann auch mein Beta, meine strukturelle Analyse, die bei minus 18,2 liegt. Da müssen wir gleich mal schauen. Aber erstmal noch die Pen-Waffen natürlich, klar, die auch nochmal minus 10 machen. Und die Skillung, die auch nochmal minus 10 Widerstände macht. Und dann schauen wir einfach mal, wie hoch das Ganze gleich stackt, wenn ich alles raushaue. Aber zuerst mal hier die Pen-Waffen, tatsächlich echte minus 20%. Also echte 20% Bonusschaden durch Pen-Waffen. Wenn man die Skillung natürlich auch dabei hat, ne? Ansonsten sind es natürlich nur maximal minus 10. So, und dann, ja, ne, die genannten Werte sieht man hier nochmal. Und die strukturelle Analyse mit 18,2, ja, doch sind 18,2. Und das Beta mit 30. Und ja, jetzt müssen wir im Zweifelsfall eigentlich einen Taschenrechner zur Seite legen, um die Werte zu addieren, um dann zu schauen, was hier oben links, wie man hier sieht, im Resist-Viewer tatsächlich rumkommt. Und die großen gelben Zahlen, die da aufleuchten gleich, die zeigen, dass es genau das ist, was da steht. Es dauert natürlich ein bisschen, bis die Stacks sich aufgebaut haben, teilweise. Und bis die Schüsse angekommen sind. Ah, da ist es, da ist es. Und schon, da haben wir das Maximum. Minus 115%. Einfach durch ein paar Skills habe ich meinen Schaden verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Weil ich ja 115% extra Schaden gemacht habe in der Zeit. Ja, genau so spiele ich auch STO.